Mein Name ist Christiane Lamberti, ich bin Sozialhistorikerin. Ich arbeite seit einigen Jahren zum Landschaftswandel hier im Siebengebirge und mich interessiert vor allen Dingen das Handeln der Menschen, also ihre Motivation, weshalb gehen sie wie mit Landschaft um und wie sind die ganzen Aushandlungsprozesse um die Nutzung. Wir haben ja oft in der Landschaft Relikte ehemaliger Nutzung, die sich nicht so ohne weiteres erklären. Und da versuche ich dann nachzulegen durch viele Archivrecherchen, um dann einfach ja, Dinge deutlicher erklären zu können. Mein Name ist Barbara Bouillon. Ich bin die stellvertretende Geschäftsführerin der biologischen Station im Rhein-Sieg-Kreis, Botanikerin und Vegetationskundlerin. Mein Name ist Dr. Dieter Steinmachs, bin Geschäftsführer der biologischen Station und von Haus aus Zoologe. Wir sind beide Biologen, aber mit etwas unterschiedlichen Schwerpunkten. Genau. Wenn man sich hier den Wald anschaut, dann sieht man ja eigentlich relativ deutlich, dass das kein normales Waldbild ist, so wie wir heute uns einen Wald vorstellen, sondern dass wir hier eben Bäume haben ringsherum, die mehrstämmig sind, die also zwar unten alle in einem Stamm münden, aber dann oben sich in mehrere Stämme aufteilen relativ schnell. Und das ist halt Folge eben einer historischen Waldnutzungsform, die wir hier im Siebengebirge hatten und die darauf abzielte, Rebpfähle zu gewinnen. Man wollte also Rebpfähle für den Weinbau haben und hat dafür im Wesentlichen die Rotbuche genutzt, die wir hier überall stehen haben, und hat die in etwa 90 cm Höhe gekappt, weil es wahrscheinlich relativ bequem war, und sukzessive immer das rausgeschlagen, was dick genug war, um es als Rebpfahl zu nutzen. Und das hat natürlich dann jetzt in der Folge, jetzt sind die Bestände schon ewige Zeiten nicht mehr genutzt worden, sind durchgewachsen, hat das eben ein ganz kurioses Waldbild ergeben, was wir hier jetzt sehr schön sehen können. Wir haben ja keine authentischen Abbildungen vom Rahmbusch an sich. Die Hauptholzart für diesen Rahmbusch war hier Buche, weil es einfach Buchen gab. Buchen waren hier überall vorhanden, eigneten sich nicht wirklich gut als Bauholz. Da hat man lieber Eiche genommen. Das heißt, die Buche blieb eigentlich irgendwo übrig. Man hat sie natürlich viel als Brennholz genutzt, aber früher all das, was da war, wurde irgendwie verwertet. Also Lieblingsholzart, weil es eben in Massen da war, keinen anderen Verwendungszweck hatte, war die Buche. Ab dem 19. Jahrhundert haben wir dann auch vermehrt Eiche. Das hat damit zu tun, hier im Siebengebirge, gerade im südlichen Bereich, Honnef und Rhein-Breitbach, gab es ganz viel Eichenschellwald. Eichenschellwald bedeutet, man hat an jungen Eichen die Rinde abgeschält. Die Lohe war ein ganz begehrter Gerbstoff, Loh, gegerbtes Leder. Und übrig geblieben sind geschälte Stämme, die natürlich abgestorben sind. Und die hatten aber die optimale Dicke für einen Weinbergsfall. Das heißt, man hat auch quasi als Nebennutzung von dem Schellwald Eichenrahmen genommen in den Weinberg. Das Holz war nicht unbedingt besser. Man denkt immer, Eiche ist besser als Buche, war aber, weil es eben auch da war, natürlich dann auch Weinbergsfall. Mit sowas soll das funktioniert haben? Naja, so heißt es eben, dass die Äxte und Heppen genommen haben. Wir haben leider keine Abbildungen davon. Ne? Also eine Kettensäge wäre mir jetzt eigentlich lieber. Du musst ja, natürlich gut, sagen, damals waren die Äste ja nur so dick. Ja. Ja, also mit so einem Baum wären wir ja arm dran. Mhm. Aber man kann sich jetzt, wenn man jetzt die Höhe nimmt, gib Vorsicht, dann ist das genau die passende Höhe, um, sagen wir mal, zu schlagen. Ne? Ja, und ordentlich geschärft, denke ich mal, geht das. Ne? Ja. Aber liegt gut in der Hand. Ne? Liegt gut in der Hand, ja. Hat das Gewicht auch vorne, also man kriegt Schwung drauf. Ne? Mhm. Ja. Heppen benutzt man heute auch noch in anderen Umfeldern ja, ganz natürlich. Gut. Ne? Mhm. Und ja. Man hat irgendwann diese Rahmholznutzung aufgegeben aus mehreren Gründen. Zum einen, die Rotbuche selber hält nicht besonders lange, die verfault relativ schnell. Also die Rebfälle mussten sehr oft erneuert werden. Das macht natürlich viel Mühe. Es wurde dann irgendwann schon Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts die Robinie eingeführt oder falsche Akazie. Die hält wesentlich länger. Das war ein guter Ersatz dann für die Rotbuche als Rebpfahl. Zudem ist während des 19. Jahrhunderts der Weinbau hier im Siebengebirge stark rückläufig gewesen. Hatte auch mehrere Gründe. Es waren Schadinsekten, weniger die Reblaus, aber andere Schadinsekten. Es war
die Tatsache, dass wir hier durch Erbteilung immer kleinere Parzellen bekamen, dass es hier irgendwann nicht mehr lohnte. Man hat dann irgendwann auf Obstbau umgestellt und die Weinberge verschwanden nach und nach. Also braucht man auch keine Rebfälle mehr. Ja, wir sind hier am Hangfuß vom Petersberg und am Rand von der Obstwiese. Und wir haben hier einen Buchenjungbestand, wo man tatsächlich noch mal ausprobieren wollte, wie funktionierte das oder wie reagieren die Bäume darauf, wenn die eben, so wie das früher üblich war, eben in 90 cm Meter Höhe gekappt worden sind. Und man sieht eben hier sehr schön, dass die vorderste, die eben in der prallen Sonne steht, da auch durchaus ein paar Schäden mitgemacht hat, jetzt auch in den 3 trockenen Jahren, die wir hatten. Und die hintere hier ist aber eigentlich sehr schön wieder ausgetrieben. Die ist eben oberhalb dieses Schnittes, macht die jetzt eben hier so einen ganzen Schwung von Ästen, die dann hochwachsen und die man früher dann, wenn sie eben dicker geworden wären, gekappt hätte, um Rebfälle zu gewinnen. Und das hier ist jetzt wirklich so ein bisschen eine Versuchsfläche, wo man ausprobieren wollte, wie reagieren die Bäume da drauf, weil man einfach keine historischen Aufzeichnungen darüber hat. Im Moment läuft hier ein Naturschutz-Großprojekt Chance 7 und im Auftrag von denen ist das hier mal am Rand nur so ein paar Meter gekappt worden. Hier der dickste, den wir hier haben, der hat ja jetzt schon etwa einen Durchmesser von ja, knapp 3 Zentimeter. Hier sieht man halt sehr schön, wie es gekappt worden ist hier oben. Da ist auch ein bisschen eine Trockenheitsstelle und hier sind die einzelnen Austriebe. Die werden die Weinbergsfälle sicherlich so in diesem Durchmesser etwa gefällt haben. Das könnte also durchaus sein, dass das, wenn der jetzt hier noch 8-10 Jahre steht, dass der dann dick genug ist und vor allen Dingen auch hoch genug ist, um einen ordentlichen Weinbergsfall zu geben. Die Tätigkeit des Setzens der Rahmen der Weinbergsfälle im Weinberg heißt ja Sticken. Und hier haben wir den Vorgang nochmal genau. Und der hat auch dieses Stickeisen am Fuß, also mit dem er dann, wo er diesen Weinbergsfall einhakt und den dann damit in den Boden drückt. In manchen Regionen hat man ihn im Winter rausgenommen, damit hat man gehofft, dass sie weniger stark am Fußende faulen, wenn die nicht in der feuchten Erde sind. Hier im Siebengebirge war das aber nicht flächendeckend verbreitet. Also das ist einfach nochmal ein Arbeitsgang mehr. Da musste man dann überlegen, lohnt sich das oder nicht, ne? Wir haben hier zwar jetzt die geköpften Buchen, die eben jetzt in Rahmholzmanier wieder austreiben, aber haben hier ringsherum eben sehr viel Ginster stehen. Wir haben Gras sehr viel drauf. Das wäre früher nicht so gewesen, sondern früher hätten wir längst schon hier eine Nutzung drin gehabt, dass eben der Ginster auch mit der Heppe wahrscheinlich abgeschnitten worden ist und auch das Gras weggenommen worden ist, um es als Einstreu in die Viehställe hineinzubringen, um es anschließend als Mist auf die Weinberge zu bringen. Die Weinberge, die hier übrigens jetzt gerade, wie man hier auf der anderen Seite sieht, Obstwiese sind. Obstwiesen sind die Folgenutzung halt vom Weinbau im Siebengebirge. Das hier ist jetzt ein fertiger Weinbergshaltefall. Ne? Die fertigen Weinbergsfälle wurden also früher von Hand, mit der Handsäge geschnitten. Heute geht es mit dem Motor. Und da wurden die mit einem solchen Gerät wurden die Spitzen dran gemacht. Und dieses Gerät sagen wir hier in Oberdollendorf ein Rom-Häb für. Das ist für uns ein Rom und das ist ein Häb. Und um damit zu arbeiten, ist das Ding ein Rom-Häb. Für mich hat es niemals einen Buchen- oder einen Eichenfall gegeben. Für mich hat es in der Art und Weise kein Rahmholz gegeben. Für mich hat es nur ganz einfach die Akazie gegeben. Die steht hier überall, steht Akazie. Und die Akazie, die wurde in einer Dichte, dass ich das noch miterlebt habe, von 12, 15 Zentimeter wurde die gefällt. Und dann wurde die auf 2,50 Meter wurde die auf Stücke geschnitten. Und dann wurde dann am Kopf dieses abgeschnittenen Stückes wurde ein Beißel angesetzt oder eine so Art Meißel. Und der wurde dann mit einem schweren Hammer eingeschlagen. Und dann hatte man, wenn man Glück hatte, riss das Holz so auseinander, dass man da 4 oder auch 6 Pfähle
rausbekam. Die wurden imprägniert, indem das frische Holz, was gerissen worden ist, wurde an beiden Seiten mit der Rahmhebe spitz gemacht. Und dann wurde das in ein Fass gestellt mit Kupfervitriol. Und dann zogen die auch dann den Fuß mit Kupfervitriol. Und die standen dann 25, 30 Jahre. Und dann war die untere Spitze ja faul. Und da wurde dann nochmal rumgedreht und die zweite Spitze konnte dann nochmal wieder gesetzt werden. Früher standen die Rebstöcke zum Teil 50 Jahre, dann hielten dann diese Fehler aus. Aber ein sogenannter Buche und Eichenholz hält das nicht. Das hält nur ganz einfach die Akazie. Die kannte ich auch. Es gibt auch Bilder, wo die Akazien hier im Weinberg stehen, wo die Herrschaften dann damit gearbeitet haben. Wo die Einzelfälle alle Akazienfälle waren. Und das war Winterarbeit, die wurden im Winter wurden die zurecht gemacht. Da ist vorne eine Spitze dran, ein sogenanntes Stickeise. Damit mache ich die Spitze, mache das unten breiter und dann mit ein bisschen, wie man so schön sagt, mit Schmackes. Das geht halt gut, das flutscht. Es flutscht, das geht halt wunderbar. Es ist weich. Ne? Und jetzt nimmt er das Eisen andersrum. Mit dem dicken Knopf und drückt den Pfahl fest. Er muss nur sehen, ob der gut in der Reihe steht. Das muss er kontrollieren. Ne? Ja? Sonst ja, ist gut. Ne? Ja, ja. Flucht stimmt dann. Hier wächst jetzt Riesling und wir haben jetzt den Pfahl gesetzt. Und das hier ist jetzt ein Trieb, der ist vor 2 Jahren gepflanzt worden. Den haben wir jetzt also hochgezogen. Jetzt lassen wir diesen Trieb lassen wir jetzt, beschneiden wir jetzt. Und wenn wir ihn beschnitten haben, kürzen wir ihn ein und binden ihn dann an dem Pfahl fest als sein Haltepunkt für seine Zeit. So, jetzt kann ich hier unten schon anschneiden. 2 Augen. So, da habe ich schon die Möglichkeit, dass ich da schon Trauben dran bekomme. So, der untere Bereich, der muss sauber geschnitten werden. Wir schneiden ihn ein bisschen schön. Kürzen den ein. So, jetzt haben wir den Rebstock als zur Erziehungsart Vertiko fertig geschnitten. Jetzt nehmen wir die Weiden und binden den einfach hier mehrmals an den Pfahl an. Dazu ziehen wir die Weide um den Pfahl herum, gehen 2 oder 3 Mal in die Schlaufe. Drehen die Schlaufe fest an den Pfahl, können hingehen und können dann abschneiden. Und somit haben wir das einmal hier oben fest. Das gleiche machen wir hier unten nochmal. Also man kann die auch richtig kräftig anziehen. Und die steht. Jetzt kann man die dünnere noch hier oben nehmen. Wenn sie lang genug ist. Damit ist die Halterung für dieses Jahr erledigt. Unsere Vorfahren, die haben auch 1 Hektar Weinberg gehabt. Ne? Jetzt sind es hier 7,2. Ne? Das heißt also eine ganz andere Dimension dann auch. Aber das war dann für die. War das dann ein Lebenselixier, das war der Weinberg. Ne? Mein Name ist Josef Blöser, bin 1937 in diese Welt eingestiegen. Und bin 1954 aus der Schule entlassen worden. Und meine Eltern haben mich dann mitgenommen ins Feld, in den Garten, in den Stall und in den Weinberg.
Wir sind hier in Königswinter, Oberdollendorf. Und dieses Grundstück hier, diese Ortslage, nennt sich Hülle. Dahinter haben wir noch so einen Aussichtspunkt oberhalb der Weinberge. Aber hier an dieser Stelle haben wir eine feuchte Unterlage. Und in dieser feuchten Unterlage, da gedeihen die Weiden. Die stehen normal, stehen die an Flüssen, an Bachläufen und so weiter. Und unser Vater, der hat hier diese Ecke ausgesucht, vor Jahren schon. Die stehen 80, 90 Jahre, schätze ich. Das sieht man an den Köpfen. Und die werden jedes Jahr runtergeschnitten. Und diesen Trieb, den nehmen wir mit in den Weinberg und binden damit unsere Rebstöcke entweder am Draht oder am Pfahl an. Das hier wäre uns die, die am liebsten uns wäre, diese Stärke. Ne? Die kann man am besten bewegen und kann die um den Weinbergspfahl herumnehmen und kann die dann auch dann, indem man sie bindet. Dann hat man die Gewalt dazu, dass man die einfach binden kann. Aber am Holzpfahl geht es besser. Das ist einfach der Halt und die halten mindestens ein Jahr, auch zwei Jahre. Es ist ja teuer, im Prinzip so eine Anlage zu pflegen. Sie sehen, die ist einigermaßen unkrautfrei. Die muss ja sauber gehalten werden, ne? Und die Stöcke müssen ja auch beschnitten werden. Und das Trätschen ist preiswerter. Ne? Da kauft man einen Karton drei und dann ist man fertig damit, ne? in der Richtung. Aber die Kultur ist noch da und deshalb wird sie gebraucht. Ne? Wir denken auch noch an alte Herkunftsangelegenheiten und versuchen noch zu erhalten. Ne? Wo wir jetzt hier die Schneidearbeit durchführen, ist eine Drahtrahmenerziehung. Und diese Drahtrahmenerziehung dann hier, das ist jetzt einfach die leichtere Arbeitsweise, die wir durchführen können im Weinberg in der heutigen Zeit. Das heißt, wenn man jetzt den alten Stock sieht, der ungeschnitten ist, da sind die Reben hier einfach eingesteckt. Eingesteckt in den Draht. Und hier ist noch eine Vorrichtung dran an dem Draht, da sind noch so Klappteile dran, sogenannte Auslege. So, diese Teile werden jetzt beim Rebschnitt gelöst. Das Metall, die Feder wird ausgelegt. Und damit haben wir eine Chance, dass wir den Rebstock ein bisschen erziehen, dass der, wenn der ausgetrieben ist hier, dass der schon reinwächst. Dann brauche ich das nicht so einzupiddeln in den Draht, kann ich das im Frühjahr zusammenklappen. Ich brauche dann auch keiner, der Kenntnis hat. Alles, was gewachsen ist, kommt in den Draht. Und da fährt nachher nur eine Maschine drüber und schneidet mir das ab. Das Holz wird nicht so klein geschnitten, das wird also liegen gelassen und wird nachher mit einem Mulchgerät dann kurz gehäckselt und bleibt dann wieder als Humusbringer zurück. Also ist kein, wenn man so sagt, Dünger ist das nicht. Der jetzt hier aus dem Stück kommt, ne? Da kommt nichts raus, was dieses Jahr Trauben bringen würde. Deshalb muss ich dann alles zurückschneiden. Man kann nur Trauben bekommen aus dem Holz, was im vergangenen Jahr Trauben gebracht hat. Das sind die Augen. Ne? Und wenn ich diese Augen aufschneide, sind die Augen grün. Ne? Und in diesen Augen ist alles drin, was im Prinzip ich gerne wieder sehen möchte als Trauben. Da ist der Trieb drin. Und da ist wieder ein solcher Holztrieb in diesem Augen drin. Und das ist das Wunder unserer Natur. Wenn da nichts erfriert, da kommt da freundlicherweise wieder Trauben dran. So, und jetzt kommen die Frauen und biegen uns das wieder so runter.
So, und das hat damit zu tun, dass der Stock unten bleibt. Da ist er schon da. Da wollte ich mit wegmachen. Ja, jetzt machen wir dich noch. Denn damit ist die Arbeit getan. Hier kommt jetzt eine Weide drum und da kann man auch eine drum machen. Nimm dann die ganz dünnen Weiden und kann die ganz dünnen Weide in der Art und Weise genauso verarbeiten wie die dicken. Wir stehen hier in Oberdollendorf an einem ganz markanten Punkt auf der Hülle. Was wir vor uns haben, sind die Weinberge. Hier wachsen 7,2 Hektar Reben, einmal aufgeteilt im Sülzenberg. Das ist hinten die Anlage, die so seicht geneigt ist mit 40% Steigung. Und die endet, der Sülzenberg, in der Kaskade. Da kann man so ganz dünn sehen, ein Wasserlauf, wo also die beiden Flächen zusammenlaufen. Und hier das, was in der Kehre ist, wo man so viele Stöcke sieht, die schon ältere Füße haben. Das heißt, diese Anlage steht schon über 40 Jahre. Das ist der Rosenhügel. Und in dem Rosenhügel wachsen zum größten Teil die Weine der Rebsorte Müller-Thurgau, weil es ein tiefgründiger, schwerer Boden ist, der auch einiges an Wasser speichert hat. Und damit haben wir die Möglichkeit, dass wir hier sehr schöne Müller-Thurgau-Weine mit viel Bouquet und Frucht nachher dem Kunden anbieten können. In der Lage Sülzenberg hinten, da wachsen viele Sorten. Da wächst weißer Burgunder, da steht inzwischen eine pilzresistente Rebsorte Weiß, Muscaris, eine sehr interessante neue Züchtung aus Freiburg. Und dann stehen weiterhin dort Scheurebe und sowohl eine ganze Fläche mit Portugieser, Dornfelder und auch Spätburgunder. Und wir haben immer oben am ganzen Wald entlang, was wir hier sehen, der Waldrand hat überall mindestens 10 Stöcke Riesling stehen. Und die stehen dafür, weil wir wissen, dass die Vögel ihre Heimat im Wald haben. Und die kommen dann am Nachmittag mal schauen, ob die Trauben reif sind. Und wenn die feststellen, dass denen der Riesling zu hart ist, dann haben die ein paar Tage Zeit und dann können unten drunter der Müller-Thurgau reif werden. Dann können wir den ernten und dann können wir erst den Riesling nachher, wenn sie auch schon was davon geholt haben, haben wir aber einen guten Schutz damit und können das Ganze so natürlich abschützen. Früher haben wir alles mit Netze zugehangen, das haben wir jetzt eingespart dabei. Und diese Anlagen sind also 2/3 unserer Weinberge. Und auf der anderen Seite hier vom Ort, vor uns liegt der Ort Oberdollendorf und an der anderen Seite vom Ort ist der Laurentiusberg. Dort sind meistens Riesling-Reben gepflanzt, weil das die markante, bessere Lage ist, weil die immer in der Sonne steht, wenn die Sonne da ist. Gerd, ja, tun wir mal hier die Reihe Schnicke auf einem Bochef. Lässt der Treff vor, in die erste Reihe hier in die Reihe rennen. Man muss ja auch dann sehen, was heute der Kunde auch wünscht. Ne? Wir produzieren hier Wein, aber wir stehen ja im Markt mit der ganzen Welt. Ne? Wenn wir vermarkten einen Teil unserer Weine auch dann in Märkten, wenn man dann den Markt mal sieht, was da Wein steht, ob der von Südafrika oder Neuseeland ist, USA und so weiter, da steht dann also ein 7-gewöhnlicher Wein daneben. Ne? Das heißt, da muss man ja mithalten können. Und dann ist das interessant an der Sache Wein. Ne? Wir haben ein tägliches Ladengeschäft geöffnet. Da wird ein Großteil Wein wird hier abgeholt, verkauft. Und das meiste bleibt hier in der Region. Also wir beliefern einiges hier an Gastronomiebetriebe. Die sind aber zwar ein bisschen ruhig geblieben die letzten 2 Jahre jetzt hier. Und sonst wird also sehr viel Wein hier an dem Tourismusbereich abgesetzt. Und wir haben selber keine Gaststätte, aber hier im Ort sind einige Lokalitäten, die also unseren Wein führen. Ob das Oberdorf oder Niederdorf ist, die sind alle also haben Wein von uns, Königswinter auch. Schiffe auf dem Rhein liefern Wein hin, dann Richtung Bonn in Gaststätten und sonst bei Festivitäten auch. Also im Nahbereich bleibt der meiste Wein hier. Ne? Wir trinken ja auch einen Großteil. Ne?
Wir verkaufen ja nur das, was wir müssen. Ne? Den Rest trinken wir selber. Ne? Wir haben versucht, die Flächenverhältnisse, die Flächennutzungsverhältnisse genauer für das Siebengebirge zu berechnen. Wir haben also über 30 Weingüter genau ausgezählt und kommen zu dem erstaunlichen Ergebnis, dass der allergrößte Teil des Pachtgutes in der Regel aus Busch bestand. Busch ist nicht Wald, wie wir das heute verstehen. Busch ist Niederwald. Es ist extrem hoch. Also in anderen Regionen ist der Waldanteil nicht so hoch. Dann haben wir hier ungefähr 10% Weinberg. Bei Weingut erwartet man eigentlich mal, dass es die dominante Landnutzung war, überhaupt nicht. Ne? Das ist wirklich nur so ein kleines Stückchen. Dann haben wir relativ wenig Wiese. Wiese brauchte man aber ein bisschen. Die Wiese war vor allen Dingen eine Heuwiese. Das waren keine Weiden. Man hatte ja das Vieh im Stall, weil man ja den Dünger brauchte. Man hat aber natürlich Heu gebraucht. Dann haben wir Acker, ein bisschen weniger als Wein. Das war immer so ein großer Streitfaktor. Ist das genügend Acker bei den Pächtern? Wenn die nämlich nicht genug Acker hatten, dann haben die dem Weinberg Acker abgezwackt. Das heißt, sie haben nicht Fläche weggenommen, aber die haben zwischen die Rebzahlen dann ihre Bohnen, ihre Kartoffeln, ihre Rüben gesetzt, was auf die Qualität des Weines ging. Das heißt, die Pachtherren, die ja ein großes Interesse vor allen Dingen am Wein hatten, weil das war das Handelsgut, das war also das, was Geld brachte, die mussten immer sehen, dass ihre Pachtgüter mit ausreichend Acker versorgt waren, sonst haben sie es auch nicht verpachtet bekommen. Also die Pächter waren da wirklich knallhart und die haben oft gefeilscht über ausreichend Acker. Dann haben wir hier so ein ganz kleines blaues Tortenstückchen drin. Das sind Weidenpflanzungen. Vor allen Dingen am Rhein direkt gibt es ja Korbweiden und diese Weiden, die haben mit ihrer Rinde ein Bindematerial ergeben, mit dem man die Reben an den Rebstöcken festgebunden hat. Blöser macht das ja heute noch und das war ganz wichtig. Also ein paar Weidenparzellen gehörten zu einem vollständigen Pachtgut auch dazu oder überhaupt zu einem Weingut und dann eben ein ganz kleines Stückchen Haus und Garten. Das ungefähr ist ein ideales Weingut. Und jetzt schauen wir uns das mal wirklich in der Praxis an. Da haben wir den Wühlsdorfer Hof, einer der größten Höfe im Süden von Königswinter. Und wenn man sich das dann anschaut in der Flächenverteilung, dann haben wir auch wieder verdammt viel Grün. Und wir haben jetzt hier zwei Grüntöne. Das dunklere Grün ist der Busch, den der Pachtherr bereitstellen konnte. Er hat aber nicht gereicht. Das heißt, der Pächter hat selber mit Hellgrün eigene Parzellen noch dazu gepachtet. Nur dann kam eben dieses optimale Verhältnis auch wieder zustande. Wir haben relativ große Weinparzellen, die sind, ja, direkt am Rhein liegen. Wir haben ein bisschen Weidenbüsche auch, also alles direkt am Rhein. Und was noch auffallend ist, die Wiesen liegen weit, weit weg vom Hof. Das heißt, um das Heu von den Wiesen zu holen, sind die Menschen auch wieder richtig, richtig weit gelaufen. Also ins Rhöndorfer Tal rein gab es keinen vernünftigen Fahrweg, das haben die geschleppt. Wir stehen hier vor einer Raste. Rasten sind das einzige Relikt, was wir haben, um das Thema Transport in früheren Zeiten mal deutlich zu machen. Nämlich der meiste Transport geschah über Menschen. Menschen haben geschleppt. Menschen haben Körbe geschleppt, Menschen haben Lasten auf dem Kopf getragen. Das haben allerdings nur Frauen gemacht, entweder in großen Tüchern oder auch im Korb. Es gab auch schon mal eine Schubkarre, aber die allerwenigsten Winzer hatten Zugvieh, das heißt einen richtigen Karren mit einem Ochsen davor. Das war die Ausnahme. Und hier in Rhein-Breitbach hat man das auch mal ein bisschen aufgearbeitet. Was auch dafür spricht, sind diese ganzen kleinen Pfädchen, die es gab. Zwischen den Häusern, raus in die Felder, raus in den Wald, zwischen den Weinbergen. Das ist alles überhaupt nicht irgendwie fuhrwerksgeeignet. Also man hat getragen, getragen, getragen. Wir sind jetzt hier an einer Raste, die eigentlich zwischen Ortszentrum und Rhein liegt. Aber wir müssen uns einfach vorstellen, hier in der Ebene waren früher auch die Weinberge. Das heißt, man hat vielleicht Mist aus dem Stall in den Weinberg getragen. Oder aber Viehfutter, Weinlaub war auch Viehfutter, oder Gras aus dem Randbezirk quasi in den Stall. Also man ist dauernd unterwegs gewesen und man hat dauernd irgendwas getragen. Und diese Rasten dienten dazu, dass man diese
schweren Rückenlasten auch zwischendurch mal absetzen konnte, also mal kurz erleichtern konnte, ohne sie komplett abzusetzen, weil die manchmal so schwer waren, dass man die gar nicht mehr alleine gewuchtet bekam. Heidekraut oder Heidelbeeren oder Farn ging dann in den Stall, also wurde aus dem Wald mit dem Korb in den Stall getragen. Mit dem Mist vermischt war das dann der Dünger und der war ziemlich schwer. Der ging dann mit dem Korb dann wieder in den Weinberg. Und in Unkel wissen wir das, da gab es einen großen Weingutsbesitzer, der hatte Tagelöhner und die wurden dann nach Korbgröße und Korbanzahl, die in die Weinberge getragen haben, bezahlt. Also das war dann schon normiert, man hat quasi wie einen Akkordlohn bezahlt für diese schweren Mistlasten. Das war eine sehr unbeliebte Arbeit, aber absolut notwendig. Wir haben ganz, ganz wenig Quellen dazu. Das sind eben ganz tolle Relikte. Eine andere Quellenart sind die Forstrügebücher, also quasi die Strafakten, weil dann Frauen erwischt worden sind mit Lasten, die sie nicht tragen durften, weil sie irgendwie aus dem Wald irgendwas rausgeschleppt haben, was sie nicht durften. Dann tauchen die wieder auf, aber sonst ist es wirklich ein sehr wenig aufgearbeitetes Thema. Eine ganz tolle Quelle sind natürlich Pachtverträge, weil in den Pachtverträgen auch der Umgang mit dem Land in Paragraphen dann festgelegt worden ist. Und hier haben wir einen Pachtvertrag vom Weingut de Clair. Das war einer der größeren Landbesitzer hier in Königswinter. Und die hatten mehrere Weinbergspächter und einer war Heinrich Hensler. Und 1869 gibt es einen neuen Pachtvertrag. Wir haben die Liste mit den Weinbergen, mit dem Ackerland, mit den Wiesen. Und wir haben halt hier die Rahmbüsche, also Busch und Rahmbüsche heißt das hier. Und in den Nutzungsbedingungen haben wir dann ganz klare Ansagen, also nur so und so viel Rahmen rausnehmen, wie man selber im Weinberg braucht. Man darf die nicht verkaufen, das war in allen Pachtverträgen, die ich kenne, so. Man hat das Recht, Streu aus dem Wald zu nehmen, aber auch nur so viel, wie das eigene Vieh benötigt. Und interessanterweise gab es irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts einen Buschbrand und die Streu war vernichtet und dann musste die Pachtherrin ganz teuer Heu kaufen und hat unglaublich geflucht, aber das war Pflicht der Pachtherrin. Und wir haben einen tollen Paragraphen, wo Frau de Clair sich ganz starke Sorgen macht. In Königswinter ist die Eisenbahn geplant und mit dem Bau der Eisenbahn musste sie Parzellen abgeben und dieses Flächenverhältnis gerät halt in Schieflage und sie macht sich große Gedanken, wie das jetzt weitergeht, ob der Pächter noch mit allem versorgt ist, ob sie dann irgendwie in die Pflicht genommen wird und behält sich da wirklich als Option offen, dass man da nochmal drüber reden muss, dass man unter Umständen nachverhandeln muss. Wir haben hier einen ganz tollen Grenzstein, der also markierte, wem dieser Weinberg gehörte. Und wir haben hier sogar den Weinberg richtig bildlich dargestellt mit drei Terrassierungen. Die sind verbunden mit kleinen Treppchen hier. Und wir haben die Mauern. Und die Mauern zu errichten, das war Aufgabe des Grundbesitzers. Aber den Weinberg angelegt hat der Pächter dieses Weinbergs. Wir haben hier unten den Namen. Theodor Gänger, das war der Pächter vom Wühlsdorfer Hof, also einem der größten Weingüter im Süden von Königswinter. Und Theodor Gänger hat eben drei Weinberge erstmal gerodet, dann eben angelegt. Und wir haben noch einen Hinweis auf den Prior. Der Prior hieß Bruno Bock und deswegen haben wir hier den Bock drauf. Und der Weinberg bekam auch den Namen Bocksacker. Das hat also mit dem Prior des Klosters zu tun, die Landbesitzer da waren. Bei der Flurbereinigung 1978-79 wurden die ganzen Flächen hier begradigt. Da wurde auch extrem viel an kleine Parzellen zusammengelegt. Das war der eine wichtige Grund. Der andere war, solche Zuwege dann auch zu bauen, die maschinengängig waren, wo ein Trecker fahren konnte. Und man hat ganz viele der historischen Mauern dabei dann natürlich begradigt, zerstört. Weil eigentlich war das hier das Gebiet am Bocksacker. Ich habe hier auch ein tolles Foto, was uns die Weinbergsmauern in dem Bereich Bocksacker nochmal zeigt. Das Foto ist aus den 1950er Jahren, 50, 55. Der dicke Stein war eben hier. Hier oben ist das sogenannte Rüdenet. Und das ist das schönste Foto, was wir haben aus den 1950er Jahren, wo wir auch wirklich sehen, das sind noch die alten Mauern. Rüdenet ist hier nicht mit drauf. Wir müssen uns jetzt das daneben denken. Dann haben wir hier oben auch das Rüdenet
als Ausflugslokal, altes Weingut aus dem 14. Jahrhundert, was dann mit der Flurbereinigung ins Rutschen gekommen ist. Und wir haben hier unten noch die Terrassen und toll auch zu sehen hier die kleinen Zugangsmauern. Und man guckte hier runter und unten, wo die B42 läuft, war dann ein anderes großes Weingut, auch mit einem großen Ausflugsgarten, der Wühlsdorfer Hof. Also wir stehen eigentlich mittendrin in der Top-Weinlage von Königswinter. Die Mauern sind für uns ein Baustein, um einfach mal nochmal zu erforschen, was braucht ein Winzer noch an Qualifikationen, was sind noch für Bedingungen, damit ein Weinberg überhaupt erst angelegt werden kann. Die Mauern spielen da eine wichtige Rolle dazu, korrespondieren mit den kleinen Steinbrüchen, die es hier natürlich rundherum gab. Wir haben hier eine ganz tolle Grafik von August Karstein. Karstein war Lithograf in Königswinter und hat alle Sehenswürdigkeiten auf einem Blatt versammelt. Und hier unten in der Ecke haben wir tatsächlich den dicken Stein noch inmitten von Weinbergen. Also mit diesen ganz alten Mauern. Das ist also wirklich so eigentlich der Bereich, wo eben Mauern noch erhalten sind, weil es nicht überbaut worden ist, weil es da keine Flurbereinigung gab, kein Bauland. Und das ist just hier ganz schön zu sehen. Wir stehen hier vor einer alten Weinbergsmauer, die mittlerweile richtig quasi im Wald steht, also brachgefallene Ecke. Hinter uns ist der dicke Stein, das war touristisch immer eine ganz, ganz wichtige Landmark. Also früher in der Rheinromantik war das also ein ganz wichtiger Ausflugsort hier. Das ist mittlerweile alles brachgefallen. Wir hören unten die B42, es ist laut hier. Es sind viele Weingüter verschwunden durch den Bau und hinter uns quasi ist die Weinbergsflurbereinigung und da sind solche kleinen Mauern alle abgerissen worden, sind begradigt worden. Das ist tatsächlich hier die Ecke, wo wir Mauern am längsten oder am weitesten historisch rückverfolgen können. Also wir haben eine frühe Karte von 1722, wo hier schon Mauern eingezeichnet sind. Das war hier eine sehr wertvolle Rebfläche hier rundum und man wollte diese Flächen sozusagen optimieren. Und durch Mauern kann man die Ausrichtung ein bisschen ändern, man kann mehr Fläche gewinnen, also tatsächlich mehr Stöcke anbauen, damit wurde auch argumentiert in der Anlage von Mauern. Und man hat natürlich auch der Erosion vorbeugen können, weil bei jedem Starkregen von oben Erde runtergewaschen wird, die man mühsam wieder hochtragen musste und durch Mauern konnte man das so ein bisschen unterbinden. Letztlich haben wir versucht, diese ganzen Ergebnisse, also was wir an Fotos haben, an Katasterakten, an sonstigen Akten zusammenzufassen in einer Karte, auf der dann wirklich die Genese dieser Weinbergsmauern verzeichnet ist. Mal gerade zur Verortung, hier haben wir den Drachenfels, hier unten ist Rhöndorf, hier natürlich ganz breit der Rhein, hier oben ist Königswinter und hier ist der dicke Stein, wo wir eben im Gelände standen. Hier ist die Schnellstraße mit dem Wühlsdorfer Hof, der verschwunden ist. Siebengebirge war nie so spektakulär wie Mosel oder Ahr, aber wenn man sich das anschaut, in Rot haben wir den historischen Bestand eingezeichnet, dann war das schon eine sehr terrassierte Landschaft hier. Wir haben grün verzeichnet, die historischen Mauern, die man noch sehen kann, vor allen Dingen hier in diesem Kleingartengelände, wo einfach mehr erhalten ist. Blau sind nur ganz wenige neue Mauern, die im Zuge der Weinbergsflurbereinigung entstanden sind. Das sind riesige Mauern mit Betonfundamenten, oft auch im Betonkörper und nur noch mit Bruchstein verkleidet. Also entspricht in der Technik überhaupt nicht mehr den ursprünglichen Trockenmauern. Ja, wir sind jetzt ja hier am Wintermühlenhof. Ne? Das ist ja ein Gut. Wir sind auch sehr froh, dass wir da hier überhaupt tätig sein können, dass wir die Obstwiese bewirtschaften können und da auch da die entsprechende Rückhalt dann haben. Ne? Das ist schon toll. Ne? Das ist ja eine der wenigen Flächen hier, wo wir wissen, wie die früher ausgesehen hat. Und durch Zahnradbahn wissen wir, dass eben früher, wir haben ein Foto von 1895, dass hier eben Weinberg war. Und dann ein Bild von 1925 zeigt das Ganze ja schon als Obstwiese. Ja. Also die Folgekultur vom Wein.
Aber jetzt haben wir ein Stück so richtig gut in Ordnung. Die Trockenmauer gehört eindeutig mit zum Weinberg. Und hier haben wir jetzt mal eine Trockenmauer, das ist auch selten im Siebengebirg, aus Basalt. Meistens sind die aus unterdevonischem Gestein, aus Grauwacke. Und wenn ich hier die abgerundeten Ecken mir so angucke, dann sind das hier im Wesentlichen Lesesteine gewesen, ja, ne? Die hier aus dem Weinberg irgendwie rausgeklaubt haben. Ja, und dann haben sie hier Terrassen angelegt mit den Mauern. Dann wurde es nicht so steil, dann konnten sie besser die Rebzeilen bewirtschaften. Mhm. Ne? Und wahrscheinlich auch nicht so viel Erosion, das spielt hier auch immer eine Rolle. Ja. Aber es ist eine Kunst, sowas aufzurichten. Man sieht, es sorgfältig gemacht, es ist nicht einfach irgendwie hingekippt. Und schon viel Arbeit, die dahinter steckt. Genau. Also ein Trockenmauerbau, das muss man schon können. Die Steine, die müssen immer drei Berührungspunkte zum unteren Stein haben. Da gibt es eine Hinterfüllung hinter. Mhm. Auch mit wie eine Art Drainagematerial, ne? Ja. Mit Schottermaterial. Mhm. Damit eben auch Wasserabzug da ist, dass die Mauer nicht nach vorne gedrückt wird. Mhm. Bei der möchte ich echt mal gerne wissen, wie alt die ist. Aber das werden wir wohl nicht mehr rauskriegen. Das kriegen wir nicht mehr raus. Ja, und das Ganze ist natürlich auch ökologisch von großem Wert. Ne? Ja, gerade zoologisch. Ne? Und zum Beispiel die Mauerdechse, die hat da ihre Verbreitungsgrenze, wo der Weinbau aufhört. Denn so eine Mauer ist ja eigentlich ein Wunder. Ne? Wir haben einerseits hier die besonderen Strukturen, die, wenn man mit der Hand dran geht, richtig schön warm werden, auch morgens ja schon, wo die Tiere sich sonnen können. Und wenn es dann zu warm wird im Laufe des Tages, dann kann man sich hier rein verkriechen. Ne? Und man hat dann noch schattige Lebensräume. Und das natürlich für Amphibien, für Reptilien, auch hier wie die Blindschleiche und für eine Vielzahl von Insekten wieder, einfach ein Top-Biotop. Ne? Ja. Ein Lebensraum, der ungemein wichtig ist. Ne? Mein Name ist Henry Halbach, ich bin 28 Jahre alt und wir sind hier auf dem Weingut Bröhl. Und das Weingut Bröhl ist ein Traditionsbetrieb. Seit 1742 werden hier Weißweine produziert. Die Weißweine, die wir hier herstellen, kommen ausschließlich hier aus der Region, also alles in Sichtweite bzw. im Umkreis von ca. 500 Metern sind unsere Weinberge. Wir sind hier genau an den Süd-Südwest-Hängen des Drachenfels und in der Riesling-Parzelle, einer unserer größten Parzelle. Und ich bin gerade dabei, jetzt hier die Lese voranzutreiben. Das heißt, wir schneiden die Beeren oder beziehungsweise die Trauben aus den Reben. Wir gucken dabei darauf, dass wir halt möglichst gesunde Trauben haben. Ein bisschen Botrytis, Edelfäule ist schön. Alle Beeren, die so ein bisschen diesen lilafarbenen Ton haben, sind von der Botrytis befallen. Das sorgt dafür, dass wir daraus dann später ganz besondere Süßweine machen können. Und dementsprechend etwas, was dem Riesling dann seinen ganz besonderen Touch geben wird. Wir befinden uns ja bei der Weinlese und das Ganze heißt Lese, weil wir lesen aus. Das heißt, wir haben einen ganz besonderen Fokus auf die Trauben. Wir gucken nicht nur, sondern wir riechen auch wirklich dran. Und das machen wir, um verschiedene Gerüche, die wir als Fehlton bezeichnen, schon jetzt im Weinberg auszusortieren. Wenn wir merken, okay, wir haben hier einen Essiggeruch dran, dann müssen wir diese Traube leider aussortieren, weil das sind Fehlaromen, die wir im Wein dann später nicht haben wollen. Wir sind ja hier am Drachenfels und das vorherrschende Gestein ist der Trachyt. Das ist auch das, wo wir ganz besonders stolz drauf sind. Das ist praktisch die Steine, die ihr hier so in der Gegend seht. Wir haben allerdings ganz unterschiedliche Böden. Auch wenn wir nämlich einen Hang weitergehen, dann haben wir zum Beispiel einen Tonschiefer. Und jeder dieser verschiedenen Gesteine hat einen unterschiedlichen Einfluss auf den Wein, weil die Rebe ist eigentlich ein Tiefwurzler. Das heißt, wir haben bis zu 18 Meter tiefe Wurzeln, die Pflanze schlägt und dadurch hat sie natürlich eine Wahnsinnsmöglichkeit, gelöste Mineralien aus den ganzen Gesteinsschichten mit aufzunehmen. Das ist halt was wir dann später im Wein schmecken können und hier in dem Feld, wo wir jetzt gerade stehen, haben wir zum Beispiel den Riesling vom Trachyt stehen, aber auf der anderen Seite, da könnt ihr dann zum Beispiel den Riesling vom Tonschiefer sehen.
ist es nicht nur der Boden, der sich verändert, sondern auch die Neigung des Berges macht einen Unterschied, weil wir haben ja einmal unten hier den Rhein, der spiegelt ganz schön die Sonne wieder. Je nachdem, wie steil der Hang dazu ist und in welcher Neigung er dazu steht, beeinflusst der praktisch auch das Mikroklima und das dann wiederum das Wachstum des Weins jeweils. Also ganz, ganz viele Stellschrauben, die die Komposition des Weins dann hier schon im Weinberg ausmachen. Normalerweise ist so September, Oktober, vielleicht auch manchmal noch in den November rein der Lesezeitraum. Und das heißt, wir haben eigentlich nur noch unsere späteste Sorte, die wir jetzt gerade lesen, den Riesling. Die Lese an sich, das ist natürlich ein relativ manueller Prozess und dementsprechend holen wir uns da auch dann noch Unterstützung von Saisonkräften, da wir das alleine gar nicht geschafft bekommen. Wir sind ja hier ein relativ kleines Weingut mit viel Steil- und Steilslagen. Da muss man sagen, hat sich gar nicht allzu viel verändert, weil wir machen alles händisch. Das heißt, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Aushilfen laufen hier durch die Berge, haben ihre Bütt entweder auf dem Rücken oder haben die Eimer, die sie per Hand hier raustragen. Natürlich sind wir nicht mehr auf Kutschen angewiesen, die das Lesegut dann praktisch zum Weingut bringen. Sonst hat sich hier nicht allzu viel verändert. Anders sieht das aus, wenn man in flacheren Regionen oder auch in Weingütern unterwegs ist, die eine größere Rebfläche haben. Da kommen dann sogenannte Vollernter zum Einsatz, die komplett maschinell die Trauben lesen, entrappen und dann praktisch schon fast im Moststadium das Lesegut am Weingut abliefern können. Was so ein bisschen Trend und ein bisschen Zukunftsaussichten sind. Drohnen ist ein ganz großes Thema in der Landwirtschaft, vor allen Dingen im Weinbau, weil man damit natürlich gezielt die Herbizid- oder Pestizid-Einsatz steuern kann. Und das wäre durchaus was, was sich auch in Steil- und Steilslagen gut anbringen könnte. Und dass man da vielleicht dann die etwas manuellere Tätigkeit rausnimmt und sich so ein bisschen im 21. Jahrhundert wiederfindet. Nach der letzten Flurbereinigung in den 80er Jahren haben wir jetzt hier vier verschiedene Rebsorten gepflanzt. Darunter ist vor allen Dingen der Riesling, das ist die Hauptrebsorte, die wir hier haben. Aber zusätzlich auch noch die Scheurebe, den Kerner und den Rivaner. Rivaner ist so ein bisschen, kennt man vielleicht auch als Müller-Thurgau, ist einfach nur eine andere Bezeichnung, ist im Endeffekt allerdings dieselbe Traube, die wir da haben. Wir haben jetzt ein Alter von 45 Jahren bei den Reben. Das ist ein Alter, wo die Reben wunderschöne alte Rebcharakteristika mit einbringen. Das hat halt den Vorteil, dass die Erträge zwar nicht mehr ganz hoch sind, dafür aber der Geschmack umso intensiver. Was besonders vielleicht ein Punkt ist, den man mittlerweile beachten muss, ist der Klimawandel, weil wir haben hier mit unserem Riesling aktuell eigentlich das Optimum, was man für Anbaubedingungen für einen Riesling haben kann. Das kann natürlich sein, dass wir jetzt 10, 15 Jahre in der Zukunft merken, ja, das könnte ein bisschen schwieriger werden und dann müsste man auf jeden Fall wieder vielleicht über eine Neupflanzung nachdenken mit etwas resistenteren Beeren und Trauben. An so einem typischen Lesetag, wir sind unsere 9 Stunden im Weinberg mit 5 Arbeitskräften, kommen wir auf so ungefähr 1000 bis 1500 Kilogramm, die wir entsprechend aus dem Berg holen. Und wenn wir die dann zu Most verarbeiten, landen wir irgendwo zwischen 800 und 1000 Litern, die wir dann an dem Tag haben. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Wir haben normalerweise so innerhalb von 3 Wochen die Lese durch. Die Trauben sind auf dem Hänger angekommen und werden dann von 2 Leuten in die Kelter geladen. Die Kelter ist praktisch unsere Presse. Da drin ist eine große Spindel, die die Trauben dann
gepresst, das heißt komprimiert, und der Most läuft heraus. Das Ganze funktioniert so, dass wir den ganzen Hänger, also ca. 1100 Liter jeweils je Fuhre, händisch aus den Eimern in die Trester reinkippen. Dann wird die Maschine geschlossen und dann haben wir 2 bis 3 Pressvorgänge, die wir vornehmen. Im Endeffekt muss man immer dabei schauen, dass man halt die Trauben möglichst schon behandelt. Deshalb viel Metall, das leitet die Wärme gut ab. Weil je mehr Wärme ich habe, desto eher werden Enzyme, die in dem Wein sind, denaturiert, was wieder zu Fehltönen führen kann. Und was wir auch immer noch kontrollieren müssen, ist, wie stark presse ich denn? Weil wenn ich zu stark presse, laufe ich Gefahr, dass ich zu viele Bitterstoffe oder auch Tannine aus den Schalen oder auch aus den Kernen raushole. Und das möchte ich halt vermeiden, weil das ist wieder was, was als Fehlton dann später im Wein auftreten könnte. Wenn das Ganze dann fertig ist, das dauert je Durchgang so ungefähr 1/2 Stunde, haben wir einen Tresterkuchen oder Presskuchen, der übrig bleibt. Den entnehmen wir und runter in den Keller läuft praktisch der frische Most. Der Most fließt nach Abschluss der Kältearbeiten runter in einen sogenannten Haltetank. Da haben wir praktisch die Tagesproduktion zusammen. Die wird dann über Nacht stehen gelassen, damit die sich absetzen kann. Also eine Vorsedimentation, die stattfindet, um die ersten Trubstoffe rauszunehmen. Und wenn wir dann praktisch morgen früh hier wieder sind, dann pumpen wir als erstes den klareren Wein von oben ab. Und dann kommt er in das Fass oder in den Tank, je nachdem, welche Methode des Ausbaus wir wählen. Und können dort dann den Gärprozess entweder mit Spontanhefen darauf warten, dass die anfangen, oder Hefen, Reinzuchthefen zugeben, um den Gärprozess entsprechend manuell zu starten. Der Wein an sich braucht, wenn er auf dem Fass liegt, so zwischen 8 Tagen und 2 Wochen, die er wirklich auf der Hefe gärt. Wenn er dann vollkommen vergoren ist, könnte man oder kann man den Wein auf jeden Fall schon trinken. Allerdings ist das noch nichts, was wir als verkehrsfähig bzw. schon auf die Flasche bringen würden, weil Wein ist anfällig für Stress. Das heißt, jedes Mal, wo wir ihn umpumpen oder von der Hefe nehmen, ist das ein Stress, der auf den Wein einwirkt, und dementsprechend warten wir da immer noch. Also realistischen Jahrgang wird man irgendwann so Richtung März, April nächsten Jahres dann abfüllen können. Und wir haben so eine Durchschnittsproduktion hier bei den 3 Hektar, die irgendwo Richtung 15.000, 20.000 Liter je nach Jahrgang dann geht. Wir stehen hier in der Kirche Maria Magdalena in Rhein-Breitbach. Rhein-Breitbach ist ein typisches Winzerdorf gewesen am südlichen Rand vom Siebengebirge. Und wir stehen hier vor einem Beichtspiegel. Also wir haben eine Szene, die spielt vermeintlich im Wald. Wir sehen also wirklich diesen Rahmbusch. Aber die Nutzung des Waldes ist die Gewinnung der Weinbergsfälle. Das heißt, die Weinbergsfälle von hier gehen hier in den Weinberg. Hier oben haben wir das Schneiden von Viehfutter. Viehfutter wiederum ist in den Stall gegangen, genauso wie auch die Heide aus dem Wald als Einstreu für das Futter. Man hatte halt kaum Stroh. Und der Dünger wiederum, den man quasi mit den beiden Ressourcen gewinnen konnte, der ist dann wiederum in den Weinberg gegangen. Und aus dem Weinberg, zwischen den Rebzeilen, hat man wiederum Futter auch geschnitten für das Vieh. Also wir haben hier jetzt keinen Stall mit drauf, der müsste eigentlich hier noch mit ins Bild kommen, damit wir diesen ganzen Kreislauf, diese ganze Kreislaufwirtschaft uns besser vorstellen könnten. Wir stehen hier in einer Traubenhut. In Rhönhoff hat man auch gesagt, Duffes. Traubenhut ist ein Aussichtstürmchen sozusagen für denjenigen, der den Weinberg bewacht hat. Bevor die Trauben reif wurden schon, also 3-4 Wochen vor der Lese, hat man einen Weinbergswächter abkommandiert in die Weinberge, und der hat darauf geachtet, dass keiner vorzeitig Trauben beiseite schafft. Tiere waren immer auch ein Problem, das hat sich aber auch verschoben. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging das dann los, eigentlich mit den Wildschweinen, die vorher im Siebengebirge nicht so die Rolle gespielt haben.
Gegen Vögel schützen wir heute anders. Da gibt es Netze mittlerweile. Bis in die 70er Jahre hatte man aber auch noch so Schießanlagen in den Weinbergen. Es hat also ordentlich geknallt. Hier die Weinberge, die haben jetzt quasi oder arbeiten mit einem kleinen Trick. Es ist eigentlich eine Weißweinlage, aber an den Randlagen gibt es ein paar rote Trauben. Die Vögel gehen lieber an die roten Trauben, lassen dann die Weißen in Ruhe. Auch eine Art Traubenhut zu betreiben. Wenn Weinbau wirklich als Haupteinkommen existenziell ist, ist natürlich der Verlust auch durch heute sehen wir das als marginale Mengen, ne, was so ein paar Singvögel beiseite schaffen können. Das war damals wirklich anders. Ne? Das war existenziell und das hat man bekämpfen müssen. Früher waren ja die meisten Weingüter hier Pachtgüter und der Pachtzins wurde in Trauben abgegeben. Das heißt, die Hälfte oder ein Drittel der Trauben war Pacht. Und wenn man vorher Trauben beiseite geschafft hat, hat man quasi seine Pacht mindern können. Das war ein uraltes Gesetz. Die Winzer haben sich also wirklich zusammengetan und gesagt haben, wir schließen die Weinberge. Es wurde aus Winzereien dann ein Traubenwächter abkommandiert. Und man hat dann unten die Weinberge auch markiert mit einem Strohwisch, dass dann keiner vorher reingegangen ist. Wenn jemand in der Zeit irgendwelche Tätigkeiten im Weinberg machen musste, irgendwas festbinden oder man hatte ja auch Gemüse noch in dem Weinberg, dann musste man sich bei diesem Traubenhüter melden. Und der hat dann darauf geachtet, dass das alles seine Ordnung hat und dass man eben keine Trauben rausnimmt. Ein Beichtspiegel dient dazu, den Gemeindemitgliedern alle Vergehen, die sie vielleicht in der letzten Woche begangen haben, nochmal bildlich vor Augen zu führen, damit sie dann auch eben an das Beichten denken. Der Beichtspiegel hier ist aus dem Jahr 1629, also fast 400 Jahre alt. Und die einzelnen dargestellten Vergehen, früher sagte man Frevel, dokumentieren eigentlich ganz, ganz verschiedene Landnutzungen, die hier wichtig waren. Für uns ist das die einzige historische Bildquelle zum Thema Rahmbusch, die wir haben. Von daher sehr, sehr wichtig. Ich möchte auch anfangen hier links mit dem Rahmbusch. Wir sehen also einen Mann mit einer großen Heppe. Das ist so ein fast machetenartiges Messer. Und er haut, man hat wirklich Rahmhauen gesagt, er haut also die Weinbergsfälle an diesem Baum ab. Und unten im Text steht auch, ich übersetze es ein bisschen, das ist ein sehr altertümliches Deutsch, ich schlage nachts die Rahmen und die Heide und käme es heraus, dann hätte ich nichts zu lachen. Also es werden eigentlich gleich zwei Themen angeschnitten, einmal der Rahmenhau und auf der anderen Seite die Heide. Heide, extrem wichtig. Hier in Rhein-Breitbach gab es sehr viel Heide, weil es hier relativ wenig Wald gab. Und Heidekraut hat man in den Ställen als Strohersatz genommen, das heißt als Einstreu für das Vieh. Und das wiederum war wichtig für die Winzer, weil der Viehmist gemischt mit der Heide dann als Dünger wieder in den Weinberg ging. Lange hat man gesagt, das war eine sehr, ja, übernutzte Landschaft. Mittlerweile gibt es in der Umweltgeschichte Tendenzen, wo man das sehr, sehr differenziert beobachten möchte, weil das auch immer für die Menschen eine Pufferlandschaft war. Man hat es nicht extrem ausgenutzt. Es war aber eine Landschaft, auf die man zurückgreifen konnte in Krisenzeiten. Also wenn die eigene Wiese nicht mehr ausgereicht hat, hat man auf die Heide zurückgegriffen. Das war nicht eine permanente Nutzung, aber immer wieder mal. Hier die oberste Abbildung zeigt den Rahmenbusch. Also wir haben den Mann, der mit der Heppe gerade die Rahmen haut. Hier auf dem Boden sehen wir schon ein Bündel fertig geschlagene Weinbergsrahmen. Nächstes Motiv, auch wichtig. Wir sehen eine Frau mit einer Sichel, die hockt auf dem Boden. Die schneidet Gras und Rüben, so sagt das der Begleittext. Und sie ist wohl die Magd. Und die Magd bringt eben Rüben und Gras, also eigentlich das typische Viehfutter. Und auch hier wieder würde es die Herrschaft herausbekommen, dann würde es ihr eben auch schlecht ergehen. Und wir können auch so ein bisschen erkennen, sie hat hier vorne eine große Schürze. Schürze war immer ein wichtiges Transportmittel. Da hat man einfach ganze Gras, Rüben, was auch immer reingeworfen und dann die Schürze hochgebunden und so das Ganze dann in den Stall transportiert. Nächstes Motiv hier am Rand rechts, da haben wir den Traubendiebstahl. Also hier sehen wir eine Person mitten in den Weinbergen und hier unten steht auch meines Nachbars Trauben. Ne, die kann ich nicht hängen lassen, ne? Und würde es jemand sehen, dann würde es mir auch übel ergehen. Ich weiß, dass auch nach dem Ersten Weltkrieg noch die Weinberge gemeinsam geschlossen worden sind. Da hatte sich dann aber der Fokus ein bisschen verschoben, also der Diebstahl durch die
anderen Winzer war weniger geworden, aber der Diebstahl durch die Touristen hat zugenommen. Und dann hat man auch die Art der Beschilderung geändert, also ein Strohwisch, das haben die Touristen nicht verstanden. Dann wurden also wirklich beschriftete Schilder rings um den Weinberg angebracht. Und so hat man versucht, die Touristen rauszuhalten. Ist aber auch gerade wieder ganz aktuell. Also alle Winzer, Obstbauern klagen über den ganzen Diebstahl, der durch Touristen externe passiert gerade. Wir haben halt hier die Situation, dass wir im Siebengebirge Wälder haben, die nicht so dem normalen Waldbild entsprechen, was man kennt. Durch diese Mehrstämmigkeit, durch diese dicken Knubbel, die man hat, sieht man schon, dass das irgendwas Besonderes gewesen ist. Und jetzt Forschungen eben mit dem Siebengebirgsmuseum zusammen hatten ergeben, dass das alles hier irgendwie mit dem Weinbau zusammenhängt. Und da dachten wir, das müssen wir doch irgendwie mal genauer untersuchen. Und deswegen hat sich halt ein Projekt ergeben, wir nennen das jetzt rund um den Weinbau, also verschiedene Nutzungen, die dem Weinbau zugeordnet werden können, eben von der Rebfallgewinnung über die Streunutzung, aber auch, wo kam das Anbindematerial her, wie sind die Trockenmauern entstanden, dass man alles sowas mal ein bisschen untersucht und zusammenfasst. Und wir übernehmen da als biologische Station natürlich den Part, der mit der Biologie zusammenhängt und mit den Auswirkungen von diesen früheren Nutzungen. Also wir machen hier verschiedene Begleituntersuchungen zu diesem Projekt. Das sind teilweise vegetationskundliche Untersuchungen, botanische Untersuchungen oder eben auch zoologische Untersuchungen. Wir sind halt sehr gespannt, was dabei rauskommt, denn solche Wälder sind bisher noch nicht wissenschaftlich wirklich erfasst worden. Der Baum, der hat ja eine Teile schon. Man sollte sagen tot, aber er lebt eigentlich. Ja, ne? er lebt. Es sind mehr Lebewesen drin als vorher, ne? Als er noch richtig lebte. Sind das hier eigentlich Käferspuren oder sind das Vogelspuren? Ich nehme an, dass hier der Kleiber vielleicht unterwegs war. Ja, ne? Die Spechthöhlen haben wir leider auf der anderen Seite. Aber wir haben hier diese tollen Konsolenpilze und dieser Pilzmulm, da ernähren sich ungemein viele kleine Käfer und andere Tiere von. Ne? Ja. Und die sind dann wieder Beute für die Großen und die sind dann wieder Beute für den Specht oder den Baumläufer, der hier rauf und runter rennt oder den Kleiber und die dann auffrisst. Und solche großen Dimensionen hat man ja kaum noch, in normalen Wirtschaftswäldern ja sowieso nicht. Nee, ne? Die werden gefällt, bevor sie richtig ihren besonderen Wert haben. Ja. Und dadurch, dass die Ramholzbuchen eben, nachdem sie nicht mehr für Rebfälle genutzt wurden, uninteressant waren, sind die einfach stehen geblieben und konnten deswegen so alt werden. Ne? Und es sind überall Löcher drin von der alten Nutzung, das heißt, es fault, es verpilzt und all drum und dran. Das ist also Biologie und Biodiversität pur, so ein alter Baum. Ja. Ne? Ja, das ist echt schön. Guck mal, hier haben wir schöne Höhlen drin. Guck mal, hier ist Wasser drin, ne? Aber hier auch ganz viel so Totholz. Ne? Jetzt schauen wir uns ja gleich mal bei diesen Fallen da mal an. Ja, genau. Aber hier erkennt man das richtig toll, was da alles da drin vorhanden ist. Ja, ne? Auch hier das Holz, ne? Was sich so langsam zersetzt. Naja, das lieben Käfer, das lieben auch andere Insekten. Ja. Natürlich ganz toll. Und hier haben wir eine Vogeltränke, die da drin ist. Ist richtig Wasser drin, ne? Ja. Und jetzt auch noch mit den ganzen Buchenblüten, ne, die dann runtergekommen sind. Auch nochmal Nahrung zusätzlich. Wir wollen untersuchen, welche Insekten, Fauna, in dem Fall flugfähige Insekten, hier in so einem Ramholzbestand leben. Um das ist bisher noch nie untersucht worden. Und um das zu machen, haben wir verschiedene Fallentypen aufgebaut. Also Insekten eignen sich deshalb sehr gut dafür, überhaupt Kleintiere, weil es dafür so viele unterschiedliche angepasste Arten gibt. Wir haben allein mehrere tausend Käferarten nur in Deutschland. Und viele von denen sind spezialisiert auf ganz bestimmte Lebensbedingungen. Und das heißt, man kann auch über den Fang dieser Tiere Rückschlüsse auf Lebensbedingungen dann wiederum ziehen. Und auch langfristige Entwicklungen hier im Sinne von Landschaftsgeschichte wieder rausholen. Und das ist uns sehr wichtig.
Ja, was aktuell drin ist, kann ich nicht sagen, weil dazu müsste man die Falle auseinander montieren und das kann ich nicht, das darf ich nicht. Dann würde man auch die Falle stören, sage ich jetzt mal. Wir machen das nicht selber jetzt in dem Fall als biologische Station, sondern haben da Partner gefunden. Das ist die Universität Koblenz-Landau, die mit einer Arbeitsgruppe und im Rahmen von Examensarbeiten diese Untersuchung dann durchführt. Und diese Fallen werden jetzt regelmäßig geleert. Und dann werden die Tiere, die da drin sind, werden dann unter dem Mikroskop, unter der Stereolupe bestimmt. Und dann kann man nachher aus dieser Artengemeinschaft, die sich daraus ergibt, dann Rückschlüsse auf die Lebensgemeinschaft insgesamt, auf verschiedene Faktoren, die hier so eine Rolle spielen, dann ziehen. Und besonders interessant sind halt die Stämme mit den ganz großen Dimensionen. Und das ist halt das, was wir in normalen Wirtschaftswäldern heute kaum noch finden. Ja, das genau. Weil die Bäume einfach natürlich zur Holzproduktion früher genutzt werden. Aber wir haben hier eben die Situation, dass wir hier Bäume mit sehr großen Durchmessern haben. Und da sind eben ganz bestimmte Tierarten dran angepasst. Genau. Und eben vor allem sehr viel Totmaterial. Und da hängt sich quasi eine ganze Kette dran. Ja, und hier eine Untersuchung, die läuft jetzt im Laufe des Sommers im Wesentlichen über einen bestimmten Zeitrahmen. Und diese Flugfallen sind eben speziell auf fliegende Insekten jetzt eingerichtet. Das Spannende an dem Projekt ist, dass da auch vielfältige Verknüpfungen stattfinden. Wir haben also Verknüpfungen zu der Arbeitswelt der Menschen in den Sozialbereich hinein, zum forstwirtschaftlichen Bereich eigentlich hinein. Wie sind die Wälder genutzt worden? Das ist alles miteinander gut verknüpft und vernetzt. Und von da gibt es nachher, glauben wir und hoffen wir, ein sehr gutes Gesamtbild von der Zeit und auch bis heute hin projiziert. Ja. Hallo Roland. Ah, guck mal. Schön, dass das heute klappt mit dem Aufsägen von dem Stamm. Ist ja eine tolle alte Rahmbuche. Fragt sich, warum wurde die jetzt gefällt? Wahrscheinlich doch wegen des Weges da, ne? Direkt nebenan, ne? Ja, genau. Gehe ich mal von aus. Ne? Ja, ja. Wir haben hier den Bittweg, der hochläuft am Petersberg. Die haben Verkehrssicherungspflicht. Das, ja, Verkehrssicherungspflicht. Die haben den fällen müssen, ne? Der war eben nicht mehr gesund. Ja, dann müssen wir jetzt mal schauen, wie wir den am besten aufschneiden. Wir hatten ja eigentlich vor, so einen Stuhl daraus zu schneiden. Also einmal senkrecht runter und dann einmal unten noch quer die Hälfte. Aber letztendlich können wir das erst entscheiden, wenn du oben einmal quer geschnitten hast. Ne? Ey, das sieht noch richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus. Ja. Richtig mit Kernholz, ne? Ja. Ja. Super. Ja, aber man sieht hier auch, Weißfäule ist schon drin. Ja. Mhm. Eins, zwei, das war ein nasses Jahr. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, jetzt wird's. Also knapp 140. 140. Und genau, knapp 140. Ja. Schon alter, 140 Jahre. Ja, ja. Hier sieht man ganz schön, ne? Hier ist mal ein Stamm abgeschlagen gewesen, dann hat der Baum das wieder zugemacht. Der hat das wieder überwallt und ist dann einfach weitergewachsen. Mhm. Aber er hat innen drin trotzdem schon mal noch eine Faustelle gehabt. Ja, ne? Das war so unten eine Lücke, genau. Genau, und diese Faustelle ist jetzt hier unten quasi so eingekapselt und oben drüber ist er eigentlich ziemlich gesund weitergewachsen erstmal. Ne, da bröselt es halt raus. Jetzt hinten nicht zu viel dran rumporkeln. Und dann hier drüben eben diese Riesenfaulstelle, weil eben nach hinten raus, oh, da kann ich ja durchpacken, er es nicht überwallt hat. Wir haben ja jetzt hier geschnitten
in dem Bereich, wo früher eben die Rahmhölzer geschlagen wurden, und wollen jetzt nochmal weiter unten schneiden und versuchen, diesen Stubben hier aus dem Wald rauszukriegen, um ihn ins Siebengebirgsmuseum zu stellen. Ja, ich bin Kai von Kai Weine. Wir sind ein Bioland-zertifizierter Weinbaubetrieb in Königswinter. Machen Weinbau auf 35 Rheinkilometern. Das heißt, sind sozusagen zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, haben wir unsere Flächen. Und wir stehen hier jetzt im Pfaffenröttchen, einem unserer Flächen in Nordrhein-Westfalen, was eine sehr alte, traditionsreiche Lage ist, die bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht. Pfaffenröttchen ist, ich glaube, sogar sowas Altdeutsches und heißt Pfaffenrodung. Das bedeutet, die Zisterziensermönche haben hier Wald gerodet. Und das ist sozusagen auch die richtige Spur. Das war im 14. Jahrhundert der Hausweinberg des Zisterzienserklosters in Heisterbach. Und der Dollendorfer beispielsweise, der sagt natürlich auch nicht hochdeutsch Pfaffenröttchen, sondern der sagt Pfaffenröttche, wie man im Rheinland eben so sagt. Diese Weinlage hier war mal auch eine sehr viel größere, das heißt, es war ein richtiges Weingut, hatte mal bis zu 6 Hektar ungefähr. Das heißt, also diese Lage, in der wir jetzt gerade stehen, ist noch eine Restlage, die übrig geblieben ist. Die Sorten, die hier angepflanzt worden sind, sind schon gewissermaßen historische Sorten. Es ist der klassische Riesling, der auch eine alte Tradition hier in Deutschland hat. Es ist Frühburgunder und Spätburgunder. Eine ganz interessante, sehr seltene Sorte wie der gelbe Mallinger und die älteste europäische Rebsorte, die es überhaupt gibt, die die Römer schon mitgebracht haben, nämlich der Elbling. Und wenn man sich mal umguckt, sieht man, dass das hier eine fantastische Südostlage ist. Das heißt, oben im Sommer geht so gegen 6:30 die Sonne auf über dem Petersberg und trifft oben auf den Weinberg und kommt dann langsam im Laufe des Tages runter und dreht sich dann den ganzen Tag über, bis dann in Bad Godesberg oder über Bad Godesberg die Sonne auch tatsächlich wieder untergeht. Also das ist eine fantastische Weinbergslage. Dann kam eine Zeit, in der diese Lage stark erweitert wurde. Also das heißt, nach dem Mittelalter gab es den Kellerberg, das sind die angrenzenden Lagen, die alle bestockt waren. Es gibt Fotos von 1960, wo man sieht von unten, von der Straßenbahn aus, dass sozusagen der gesamte Niederdollendorfer Kellerberg bestockt war mit, ich würde mal sagen, ungefähr 5 bis 6 Hektar. Es gab ein echtes Weingut, eine Domäne, und erst so in den 60er, 70er Jahren kam dann der Verfall, der aber einherging mit dem Niedergang des Weinbaus im Siebengebirge allgemein. Seit 2000 ist hier wieder Weinbau, und wir geben uns einfach große Mühe, dass das nicht nur so bleibt, sondern dass es auch noch größer wird. Die Lage hier, in der wir jetzt stehen, die habe ich vor etwa 8 Jahren gefunden. Und zwar, ich habe sie gefunden oder vorgefunden als Brache. Das heißt, dieser Weinberg war 3 Jahre lang nicht bewirtschaftet. Das ist schon grenzwertig, weil ein Weinberg nach 3 Jahren schon sehr verwahrlost ist. Also das heißt, die Rebe ist ja eine Lianenpflanze, und dementsprechend haben wir hier teilweise 12 Meter lange Lianenruten gefunden. Und alle Stöcke, alle 3.500 Stöcke mussten neu geschnitten werden. Das war schon ein ganz ordentlicher Aufwand. Eigentlich sehr klein und absichtslos angefangen. Dann haben wir in den Jahren drauf, glaube ich, ganz ordentliche Qualitäten auch hingekriegt, sind direkt in die Bio-Umstellung auch eingestiegen. Und das ist eigentlich das Konzept. Das heißt, wir wollen guten bis sehr guten Bio-Wein machen und auch zeigen, dass das in dieser Region hier wirklich auch möglich ist. Wir setzen kein Glyphosat ein. Das heißt also, wir mähen diese Flächen, und das, was wir hier sehen, ist unsere flachste Lage. Das bedeutet, wir stehen in den Lagen, in den anderen Lagen auch, mit dem Freischneider auf dem Rücken in den Flächen drin und mähen.
Das machen wir so in der Regel zweimal im Jahr. Das zweite ist zum Thema Pflanzenschutz. Wir setzen komplett andere Mittel ein als im konventionellen Weinbau. Keine systemischen Mittel, sondern wir setzen relativ natürliche Mittel ein, die auch teilweise nicht ganz unproblematisch sind, aber wesentlich weniger gefährlich als konventionelle Mittel. Und das Dritte, was fast der wichtigste Punkt ist, wir düngen keinen Mineraldünger, sondern wir düngen ökologischen Dünger, das heißt Charcoal-Pellets, wir arbeiten mit Vulkansteinsmehl und bekommen dadurch eine lebendige Bodenkultur überhaupt erst zustande. In einem anderen Weinberg, im Stappenberg, das ist auch hier in Oberdollendorf, vor 3 Jahren zwei komplett andere Sorten gepflanzt. Die sind beide, kommen vom Schwarzen Meer ursprünglich, sind auch zwischen 2.000 und 5.000 Jahren alt. Die sind einmal relativ dickbärig, also das heißt, die Häute sind relativ fest. Damit ist eine gewisse Toleranz gegenüber Krankheiten auch gegeben. Und das Zweite ist, sie sind relativ temperaturunanfällig. Also das heißt, sie kommen aus einer Gegend, wo es sehr, sehr warm ist. Und im Rahmen des Klimawandels erwarten wir eigentlich, dass so etwas von Vorteil sein kann. Das ist der blaue Arbst und der schwarzblaue Riesling. Und die haben wir dort im gemischten Satz angebaut. Das heißt, es sind zwei Rotweinsorten, die zum selben Zeitpunkt gekeltert werden. Also gelesen werden, gekeltert werden und auch im selben Fass ausgebaut werden. Und das ist natürlich auch eine ganz alte Technik, weil die Technik des gemischten Satzes stammt aus ganz alten Zeiten, wo man über gemischte Sätze auch Risikominimierungen bei der Ernte betrieben hat. Das heißt also, man hatte immer irgendwie eine Sicherheit, dass etwas irgendwie geworden ist. Das ist jetzt bei uns gar nicht die Motivation mehr, sondern für uns ist da der gemischte Satz eine Geschmacksmotivation. Das heißt, wir wollen damit sehr hochwertige Weine machen, die sehr gut zusammenpassen.